Hallihallo meine Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, heute habe ich einen Make-up-Look für euch mit der neuen Anastasia Beverly Hills Prism Palette. Ich war von Anfang an, seitdem ich die Palette gesehen habe, scharf auf die Palette. Ich kann euch nicht genau sagen, wieso. Viele finden, dass die Palette sehr der Subculture-Palette ähnlich sieht, aber finde ich jetzt nicht. Also klar, vielleicht eben wegen diesem Gelbton fühlt man sich leicht erinnert an die Subculture Palette. Ich kann euch mal ein Bild einblenden, wie die Palette aussieht. Ich war super gespannt, als die ankam, wie die Qualität sein wird. Ich habe ein bisschen länger gewartet. Also ich habe sie dummerweise aus Versehen direkt bei bei AnastasiaBeverlyHills.com bestellt, also in Amerika. Und habe halt dafür jede Menge Versand bezahlt. Ich glaube, ich habe 10, 12 Dollar Versand bezahlt, das ist relativ viel. In dem Moment, als sie rauskam, wurde mir geschrieben, dass sie auch auf der Sephora UK-Seite sein wird. Und ich habe total vergessen, dass sie auch eine UK-Seite haben. Ja, deswegen ist das alles ein bisschen blöd gelaufen bei mir. Auf jeden Fall war ich dann auf der anderen Seite auch, dachte ich, naja, okay, ist vielleicht nicht so schlecht, dann bekommst du es relativ mit am ersten. Ja, und so nach 3,5 Wochen dachte ich mir so, irgendwie immer noch keine Palette da und auf meiner Versandbestätigung tut sich nichts. Also da stand einfach nur immer ready to go, mehr nicht. Ja, dann habe ich da hingeschrieben und dann hat mir so ein Typ geantwortet und der hat einfach so eine Standard-E-Mail reingetippt von wegen, ja, wir sind leider nicht dafür verantwortlich, was für Kosten beim Zoll der jeweiligen Länder dazukommt. Da halte ich jetzt übrigens mal ganz kurz runter. Da habe ich geschrieben, sorry, nee, die ist nicht beim Zoll, die wurde nicht verschickt, also bisher hat sich nichts getan und normalerweise bekommst du bei denen dann auch nochmal so eine E-Mail oder du bekommst halt vom Zoll was, wenn was da ist. Und Versand dauert zwischen 1 und 5 Business-Tagen. Und dann habe ich halt zurückgeschrieben und gesagt, nee, sorry, hier ist nichts beim Zoll, die wurde einfach nicht verschickt und wenn ich jetzt langsam halt keine Rückmeldung bekomme, würde ich gerne stornieren, weil ich sie mittlerweile auch woanders kaufen kann. Und dann hat mir eine Frau geantwortet und hat geschrieben, oh mein Gott, es tut uns so leid, da ist irgendwas schiefgelaufen, wir schicken Ihnen sofort eine neue raus. Und dann kam auch 10 Minuten später eine Versand-E-Mail und am nächsten Tag stand halt schon, dass sie am Flughafen ist und auf dem Weg nach Deutschland. Und 3 Tage später kam dann das Päckchen mit der Palette, also es geht ja, ne? Deswegen, das Video wäre eigentlich schon viel, viel früher hochgegangen als heute, aber es ging jetzt halt nicht anders. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen Look gemacht habe, meine Hübschen, dann würde ich sagen, bleibt jetzt einfach dran, wir starten und nach dem Tutorial werde ich euch noch kurz was zur Palette sagen. We'll be right back.
war dann auch schon das Tutorial. ich finde den Look so super cool. Also mir gefällt total dieser Lidschatten. Ich dachte so, mal gucken, wie der sein wird. Ob der super pigmentiert ist, ob der einen Fallout hat. Ich habe dann auch den NYX Glitter Glue vorsichtshalber mal benutzt, weil ich wusste ja nicht, wie wird der sein, weil er hat ja schon relativ viel Glitzer in sich. Und es hat super funktioniert. Also ich bin total begeistert und ich finde diese Farbe so interessant. Die ist so lila, blau, silber, also es ist richtig cool. Ich habe dann auch, habt ihr ja gesehen, mein iPhone-Licht dran gehalten, damit ihr sehen könnt, wie der einfach schimmert. Also ich finde den so klasse. Der sieht natürlich im Tageslicht dann nochmal anders aus als hier mit der blöden Softbox. Leute, optisch ist diese Palette wow. Also die ist ja so geil. Die hat auch dieses Samt-Feeling, was die Modern Renaissance und die Subculture hatten. Ich finde das Schwarz einfach so schick. Dann diese ganzen Dreiecke hier, das ist einfach, also es sieht wirklich richtig, richtig hochwertig aus, beziehungsweise einfach sehr chic. Also mir gefällt es ja total. Ja, und wie gesagt, ich fand das Innenleben von Anfang an sehr ansprechend. Ich will unbedingt einen Look mit diesem Lidschatten machen. Ich wollte ihn eigentlich heute in meinen inneren Augenwinkel geben, aber ich gehe heute noch auf ein Fest hier bei mir im Ort. Und da ist das schon ein bisschen zu viel. Da dachte ich, oh Gott, wenn ich da jetzt mit gelbem in der Corner ankomme, dann rennen die hier schreiend weg. Also ich bin super begeistert. Wie gesagt, ich habe mich jetzt heute etwas an die kühleren Farben gehalten. Und ja, da ist halt dieser Look bei rausgekommen. Klar, ich habe auch den Braunton genommen, aber nur ganz, ganz wenig. Und ich will auf jeden Fall auch nochmal so einen bronzigen Look mit der Farbe machen, mit der Palette. Und da würde ich halt zum Beispiel gerne diesen Lidschatten nehmen oder den. Und der ist halt auch so genial. Den kann ich mir auch super im inneren Augenwinkel vorstellen. Der hier ist jetzt nicht so meins, aber ich denke, der wäre richtig cool am unteren Wimpernkranz. Also muss ich mal ausprobieren. Was ich noch sagen wollte, was ich nicht geglaubt habe, aber es stimmt, vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, mache ich euch jetzt kurz nachher ein Video wie ein Close-up. Das hoffe ich, kriege ich das hin. Diese Palette hat weniger Kickback als die Modern Renaissance. Wir haben ja alle gehabt, Angst gehabt und gehofft, hoffentlich wird das nicht so ein Desaster wie mit der Subculture-Palette. Also die war ja wirklich schlimm. Und auch mit den Farben, wie die sich haben verblenden lassen. Die war jetzt von der Pigmentierung her und der Verblendbarkeit exakt genauso wie die Modern Renaissance. Und ihr wisst, ich bin ein Riesenfan dieser Palette. Weniger Kickback als die Modern Renaissance. Also ich weiß nicht, was bei dieser Subculture schiefgegangen ist. Wirklich nicht. Ja, also ich finde die Palette bisher, ich habe sie jetzt nur heute das erste Mal benutzt, toll. Also wie gesagt, die Pigmentierung, die Verblendbarkeit, ich finde die Farben so interessant. Ich weiß auch nicht, was mich daran jetzt so, ich weiß nicht, also irgendwie, ich habe die gesehen und ich habe mich so zu der hingezogen gefühlt, weil du die theoretisch, also es ist eine relativ dunkle Palette, aber ich denke, du kannst alles damit machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel nur den Lure in die Crease gibst und machst Lucid drüber, hast du einen schönen Frühlingslook oder Eden noch dazu, hast du auch einen schönen Frühlingslook. Du kannst Pyramide auch, also Pyramid, auch ganz toll übers ganze Augenlid machen und hast einen schönen frohen Look. Ich denke, für Weihnachten ist die Palette sehr interessant. Also das gefällt mir auch. Mir gefällt, dass ein schwarzer Ton dabei ist. Ich habe ihn jetzt heute nicht genommen, aber den könnt ihr zum Beispiel ganz toll nehmen, wenn ihr euren Wimpernkranz verdichten wollt. Das finde ich auch immer ganz toll, wenn man jetzt keinen Eyeliner benutzen möchte. Ja, also alles in allem muss ich euch sagen, der erste Eindruck dieser Palette ist für mich schon mal sehr positiv und für mich das Geld wert, eben weil sie so super pigmentiert ist und sich so toll verblenden lässt wie die Modern Renaissance Palette. Und für die sind wir auch alle bereit, das Geld zu bezahlen. Also, zum Abschluss finde ich, wie gesagt, die Palette großartig. Alle, die sie jetzt kaufen möchten, ich glaube, auf Cult Beauty ist sie. Beautylish oder so, glaube ich, haben sie jetzt auch schon. Und halt die UK-Seite sollte sie so langsam mal bekommen. Wenn ihr sie euch dann holen wollt, kann ich sie euch wirklich zum Probieren natürlich empfehlen. Ihr könnt das, denke ich, wirklich gebrauchen. Also, was heißt gebrauchen? Man muss es nicht haben. Aber wenn ihr halt ein paar schöne Looks machen wollt, dann denke ich, ist sie für euch wirklich genau richtig. Ja.
Dann, wenn euch das Video gefallen hat, meine Hübschen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch einen Look mit der Palette sehen möchtet, dann schreibt mir das in die Kommentare. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ihr könnt auch vielleicht mal reinschreiben, was für Farben ich benutzen soll. Ja, dann hoffe ich, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ich hab euch lieb. Muah. Tschüss. Macht's gut. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me.